Hallo, ich bin Formularwehr Peter und stelle heute den Foam Designer aus der Produktfamilie Soft at Formularwehr vor. Wer das Werkzeug zur Erstellung von Formularen kennenlernen möchte, ist hier genau richtig. Der Foam Designer ist das Tool in der Produktfamilie, um Formulare zu designen. Am oberen Bildschirmrand befindet sich die klassische Menüleiste als zentrale Steuerkomponente mit allen programmspezifischen Befehlen. Im Menüpunkt Projekt sind alle organisatorischen Befehle wie Öffnen, Speichern und Veröffentlichen zu finden. Der Menüpunkt Bearbeiten enthält die Standardbefehle der Zwischenablage. Ansicht enthält Optionen für den Form Designer und der Punkt Format bezieht sich auf Objekte im Formular. Wie werden sie formatiert und ausgerichtet? Unter FormView sind Einstellungen für das Ausgabetool FormView zu finden. Der Menüpunkt Extras hält spezielle Sonderbefehle wie den Umgang mit Funktionen und Variablen sowie diverse Optionen bereit. Unter dem Menüpunkt Hilfe sind die Hilfsmöglichkeiten zu Anwendung und Programm. Im Form Designer gibt es 5 separate Symbolleisten, welche unter der Menüleiste angezeigt werden. Thematisch angeordnet werden hier Befehle, die speziell zu verschiedenen Projekteigenschaften, der Erstellung diverser Funktionalitäten, der Formatierung von Zeichen und Absätzen sowie der Ausrichtung der Einzelobjekte dienen. Eine weitere Symbolleiste ist für die Steuerelemente Formen zuständig. Der Projekt Explorer befindet sich links und zeigt das aktuelle Formularprojekt. Ein Formularprojekt besteht aus einem Seitenmaster, welcher wiederkehrende Objekte auf ausgewählten Formularseiten einblendet, und aus den einzelnen Formularseiten. Zwischen Ansichten kann hier gewählt werden. Im Augenblick ist die Ansicht Projekt aktiv. Schaltet man auf Seite, werden nun die Objekte auf der aktuellen Formularseite mit Name und Typ angezeigt. Die einzelnen Objekte werden auch als Steuerelemente bezeichnet. Welche zur Auswahl stehen, ist in der Toolbox Controls unterhalb der Projektbox zu sehen. Mit Formularwerk können Formulare für eine Windows- und Web-Variante erstellt werden. Für jeden Typ sind verschiedene Controls verwendbar. Aus diesem Grund werden sie unterteilt. Zentral befindet sich die Bühne. Hier werden Formulare in der Entwurfsansicht bearbeitet. Controls werden einfach auf der Bühne platziert und können als Objekte mit Eigenschaften versehen werden. Die Registerkarten am oberen Rand zeigen die einzelnen Formularseiten an. Die Register am unteren Rand zeigen verschiedene Ansichten. Startseite mit letzten Formularprojekt, Hilfe und Support, News. Entwurfsansicht mit dem Formular. Datenvorschau für den Fall der Verwendung zusätzlicher XML-Dateien zum Laden oder Abspeichern. Ressourcen mit einer Liste zusätzlicher Programmschnipsel, DLLs, mit Dateinamen, Beschreibung, Größe, Datum und kleiner Statistik am Ende. Unter der Bühne befinden sich die Funktionen im Formular. Hier wird in globale Funktionen, die das komplette Formularprojekt betreffen, und in lokale Funktionen, die die aktuelle Formularseite betreffen, untergliedert. In 3 Darstellungsvarianten können die Funktionen in der optimalen Anwendungsspezifikation angezeigt werden. Die gegliederte Ansicht mit Unterteilung in lokale, globale, gruppierte Funktionen mit Ordnerstruktur, die Ansicht alle Funktionen alphabetisch als lokale, globale, gruppierte Funktionen ohne Ordnerstruktur und alle Funktionen Ablaufreihenfolge ohne jegliche Gliederung und Ordnerstruktur. Links und rechts in der Rahmung sind einige Symbole zu sehen. Sie bestimmen das Einfügen neuer Funktionen oder Ordner und die Anzeige der Funktionen in der Auflistung. Rechts finden sich der Inhalt des ausgewählten Controls und seine Eigenschaften. Sie werden in Eigenschaften und Entwurf untergliedert.
Am Fuß des Bereichs erscheint ein Hinweis zur ausgewählten Option. Unterhalb der Kontrolleigenschaften sind vorhandene Datenbankverbindungen zu sehen. Über neue Datenbankanbindungen kann eine weitere per Assistent für das Formular hinzugefügt werden. Formularware unterstützt die Anbindung zu allen gängigen Datenbanksystemen. In der Statusleiste befinden sich links diverse Informationen zum Programm und rechts zum Formular. Jetzt kennen Sie die Oberfläche des Software Form Designers. Ihnen war diese kleine Einführung zu kurz und Sie möchten noch weitere Funktionen von Software Formularware kennenlernen? Dann wenden Sie sich doch einfach an meine Kollegen.